muss ich allerdings immer jetzt extra einstellen irgendwie bei diesem Ding. Also ich muss jedes Mal, wenn ich das Ding irgendwie aktiviere und ein Video aufnehmen will, ihm erst sagen, welchen Codec er benutzen muss, sowohl für Video als auch für Audio. Schon verkraften irgendwie nervt nur ein bisschen, wenn es sowieso immer dieselben Einstellungen sind, die man haben will. Denn so wie es aussieht, scheint er diesen MPEG-4-Codec hier einigermaßen zu beherrschen. So, und diesmal mache ich es auch mal ohne Time-Limit. Das heißt, hier ist nicht nach 100 Sekunden Schluss, sondern dann, wenn ich die Escape-Taste drücke. Es stand tatsächlich in der Hilfe drin, dass man mit der Escape-Taste die Aufnahme beenden kann. Wogegen man mit der Maus lieber nicht da oben rumfuchtelt in dem Menü, dann stürzt nämlich das ganze Programm. Also wohl sehr belastet mit der Tatsache, dass es hier halt Video machen und Video umwandeln muss. Obwohl sogar bei den unkomprimierten Frames hat es nicht funktioniert. Also man muss die Escape-Taste drücken, man kann sonst nichts tun. Aber immerhin kann ich wohl jetzt aufnehmen, das ist ja wundervoll. Und Stereo soll es wohl auch sein. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt hiermit besser geht, aber nein, es geht immer noch nicht besser. Man kann immer nichts erkennen auf den Flaschen, weil immer irgendwas Blödes blendet hier. Das habe ich auch schon mal ohne den Bildschirm gemacht, aber es blendet immer noch. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus der Lampe und der kleinen LED vorne an der Kamera. Ja, muss ich mal andere Fotos davon machen. Irgendwie gerade Hunger. Ich habe mir vorhin gerade ein Brot gekauft. Ich war jetzt ja doch endlich mal einkaufen, obwohl ich das eigentlich schon den ganzen Tag vorhatte, aber mich nicht bewegen wollte. Nun habe ich mich bewegt und nun habe ich ein Brot. Das ist sehr schön. Ja. Ist das nicht toll, was man so alles erwähnen und erzählen kann und so? Also wir sind jetzt schon über 100 Sekunden gekommen und das Programm läuft immer noch. Jetzt müsste ich eigentlich nur, um zu testen, ob es besser ist als AMCAP 9, nachsehen, ob es auch wirklich über die 15 Minuten geht. So, da musste man, glaube ich, auch noch was einstellen, was sich wahrscheinlich jetzt wieder ausgeschaltet hat von alleine. Ist ja auch so eine Sache, aus irgendeinem Grund speichert das Ding hier keine Informationen. Wahrscheinlich, weil es keine INI-Datei besitzt. Es sind wirklich nur diese zwei Dateien, das Programm und seine Hilfedatei. Was unter Umständen auch ein bisschen scheiße ist. Ich meine, wenn da wenigstens eine INI-Datei wäre, die man zur Not löschen kann und dann noch das eine Default-Scheiße hier wie vorher, wäre das schon ganz hübsch. Aber ich meine, es ist doch etwas umständlich, jeden einzelnen blöden Parameter irgendwie selber eingeben zu müssen. Ja. Was fad ist es außerdem? Zugucken, wie die Datei wächst. Wir sind jetzt fast bei 30 Megabyte. Tja, ich weiß nicht genau, 30 Megabyte. Also auf jeden Fall ist das wesentlich weniger Speicherplatz, als ich mit unkomprimierten Frames verbraucht hätte. Das heißt, es ist schon mal besser als mein reguläres AMCAP, was ich sonst immer benutzt habe, um meine hässliche Fresse auf die Festplatte zu bannen. Gut, dieses MPEG-4-Geschmiere ist irgendwie auch ein klein bisschen lästig. Wahrscheinlich macht es sich dann scheiße, wenn ich mal irgendwas chroma-keyen will oder so. Das muss ich nochmal demnächst ausprobieren. Ich habe sowieso noch nicht gecheckt, obwohl bei dem anderen AMCAP hat ja mit diesem Codec der gecapturete Stream sich auch direkt in Vegas bearbeiten lassen. Da bin ich ja mal jetzt sehr gespannt, ob Vegas auch diesen Mist hier akzeptiert und wenn ja, wie es darauf reagiert, auf das Video. Also es sind eigentlich dieselben Einstellungen wie vorhin. Vorhin hatte ich Bild und Ton. Jetzt hoffe ich mal, dass das auch hier so ist. So. Habe ich eigentlich Stereo-Sound? Stereo. Dieses Brummen ist ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen auch schon so war irgendwie. Irgendwie scheint das Brummen auch zugenommen zu haben. Wahrscheinlich, weil hier schon wieder so viele Kabel liegen, die irgendwie auf dem Kabel von meinem Mikrofon drauf liegen. Und zwar, wie ich irgendwann schon mal in einem anderen, wahrscheinlich bereits gelöschten Video erwähnt habe. Und ich habe ja hier noch einen lila-rosanen Sack mit so Teilen drin. Da kann ich dann mal vielleicht ein besseres Mikrofonpaar draus schustern. Und wenn ich das mache und gemacht habe, seid ihr garantiert die Ersten, die das Resultat davon zu hören und zu sehen kriegen. Denn wem außer euch sollte ich diesen jetzt schon die Ohren hauen. So. Ich war immer so
so scheiße in Mathe. Was sind jetzt nochmal 320 Sekunden? Ich glaube, das sind irgendwie ein bisschen mehr als 5 Minuten oder so schon. Wäre ja lustig, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, doch, müsste sein. Ich meine, 900 Minuten waren ja die 15, nach 900 Sekunden sind die 15 Minuten gewesen, nachdem sich AMCAP 9 ausgeschaltet hat. Ja, also das ist ein sehr langfälliges Video, ich weiß, aber ich kann gleichzeitig auch mal testen, ob man diesen Mist hier hochladen kann, direkt bei Olle YouTube, ohne dass es irgendwie nicht geht. Außerdem behaupten wir, ich kann mehr als 15 Minuten hochladen jetzt. Das könnte ich auf die Weise auch gleich testen. Ja, mal sehen, ob dieser MP4-Codec akzeptiert wird von Olle YouTube. Wenn nicht, dann muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall dieses überlange komische Video hier mit den Tachikomas, das hat ja ewig beim Hochladen und beim Rendern und sonst irgendwas gebraucht. Dabei passiert doch eigentlich immer das Gleiche. Aber irgendwie reilt der Codec das leider ja nicht und deswegen hat er wirklich jedes einzelne Mal von dieser wiederholten Szene neu kodiert. Deswegen ist die Datei übelst 200 Megabyte groß geworden, sogar als ich sie als Flash-Datei schon vor gedingst habe, vorkonvertiert. Tja. Dafür, dass eigentlich nichts passiert, ist diese Datei wirklich riesig. Haben wir bald 500 Sekunden voll. Ich habe jetzt Kohldampf, aber ich habe auch keine Lust, mein Brot hierher zu holen und jetzt hier vor der Kamera eine Stulle zu schmieren, weil das ist immer alles voll mit diesen dämlichen Krümeln und so. Ich kann ja mal eine Zigarette rauchen. Ich normalerweise eigentlich nicht in meiner Wohnung, aber wenn ich jetzt schon überhaupt nichts zu tun habe, dann der Aschenbecher ist echt voller Kronkorken und irgendwelchem anderen Müll, aber keine einzige Kippe ist da drin. Das frischt das Video nicht wirklich auf. Dabei sind wir jetzt 74 Megabyte. Ja. Ich habe noch Festplatten, die werden mit dieser Datei bereits überfordert. Aber naja, wie auch immer. Da ist schon eine ganze Menge drin dafür, dass sie noch so klein ist. Im Vergleich zu den ganzen anderen Captchas, die ich noch habe. Wobei wir beim Thema Captchas sind. Ist schon echt dumm, dass diese komischen Capture-Tools wie dieser Logi-Link-Stick hier irgendwie immer so schnell durchbrennen. Ich weiß nicht genau, den habe ich vielleicht in 3 Wochen oder sowas jetzt gehabt und da ist ja schon wieder kaputt. Die meisten Geräte machen irgendwie so schnell den Arsch hoch. Ich weiß nicht, ob das an den Videos liegt, die sie rendern müssen oder ob das an meinem Recorder liegt oder was genau die immer kaputt macht. Ich meine, jetzt habe ich sogar einen richtig schön professionellen Sony-Rekorder und nicht mehr hier so eine komische LG-Kiste oder irgend so ein japanisches Tokahito-Teil. Hm. Aber naja. Der ist schon nicht schlecht, der Videorekorder. Der hat sogar hinten so einen Hebel, damit kann man zwischen PAL und NTSC umschalten. Nicht, dass das jetzt irgendwie was nützen würde, aber... Obwohl, andererseits, wenn ich diesen Stick, wenn er denn noch leben würde, irgendwie umstellen könnte, dass er auch NTSC-Signale erhält, dann könnte ich auch eine NTSC-Videokassette damit in Farbe überspielen. Nur habe ich so einen Blödsinn natürlich nicht. Aber ich könnte auch dann eine NTSC-Videokassette vielleicht machen. Obwohl, ich habe ja nichts, was NTSC auswerfen kann. Ja, was soll's.
Aber ich könnte trotzdem vielleicht eine machen. Möglicherweise kann man ihn dazu zwingen, irgendeinen. Obwohl, das wäre ja dann sowieso schwach. Das ist ja auch total blöde. Warum sollte ich das machen? Ich meine, ich könnte die Kassette nach Amerika schicken und da würden dann die Leute fragen, what's that? Weil, naja, Videokassetten gibt es da wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Und wenn, dann hatten die doch da dieses Beta-Zeugs und deswegen werden die von einer VHS-Kassette nicht sonderlich begeistert sein. Die sind, glaube ich, bloß in Europa verbreitet und in Russland oder so. Knistert richtig, aber ich schätze mal, das ist in dem Brummen von diesen Mikrofonen bereits untergegangen. Ob ich wohl überhaupt noch zu hören bin? Mir ist nur aufgefallen, dass irgendwie dieser Codec scheinbar auch was mit dem Sound macht. Also da schwankt immer die Lautstärke und auch das Brummen irgendwie. Vielleicht ist es aber auch irgendein komischer Defekt in meinem Mikrofonverstärker, der da drin ist und so. Hey, wir haben fast 100 Megabyte voll und wir sind fast bei 700 Sekunden angekommen. Mal sehen, ob ich 1000 Sekunden schaffe. Wahrscheinlich sind die meisten Leute, die jetzt das geguckt haben, schon eingeschlafen oder haben auf Weiter geklickt, sind jetzt irgendwo am Ende, sehen, dass ich immer noch da sitze und nichts tue, haben das Video bereits ausgeschaltet und schlecht bewertet. Was aber auch im Grunde genommen gerechtfertigt ist, denn das ist ja auch ein schlechtes Video. Es ist ja bloß ein Test irgendwie, ob VidCup in der Lage ist, du weißt schon zu machen. Also Videos, wo lang sind und so. Und ob YouTube auch in der Lage ist, dieses Video, naja, zu, naja, darzubieten und so. Die behaupten ja, ich darf länger als 15 Minuten jetzt machen, wie ich glaube ich schon früher in diesem Video mal irgendwann erwähnt habe. Irgendwie interessant, dass er immer 74% meiner Frames nicht verwendet. Ich meine, die Kamera ist ja nun schon langsam, aber einfach noch die Hälfte von den Bildern überhaupt gar nicht abspreche, macht wahrscheinlich die Aufnahme nur noch ruckeliger. Also sie war jedenfalls ruckelig, aber irgendwie ist es in dem Preview auch ruckelig, selbst wenn nicht gerendert wird. Ich weiß nicht, ich sollte vielleicht echt mal wieder Mirage ausgraben irgendwie und sie dann zum Leben erwecken. Wahrscheinlich ist bestimmt schon wieder ihre BIOS-Uhr stehen geblieben oder so, muss ich da die Batterie raussetzen. Muss mir erst wieder durch die ganzen Kabel durchwühlen, so. Naja, aber wenn ich das gemacht habe, irgendwie lief bei der die Kamera, glaube ich, ein bisschen flüssiger. Oder vielleicht ist das auch nur Einbildung, weil ich war immer so besoffen, als ich die Videos gesehen habe, dass ich gedacht habe, sie sind flüssig. Aber waren die Videos nicht früher mal flüssig? Flüssiger meine ich. Ich meine, die Kamera ist ja eigentlich dieselbe. Sie läuft nur über einen anderen Computer mit einem anderen Prozessor und so. Das ist halt nur ein Intel Atom. Und der andere ist, was war das? Irgendein AMD K7 oder Chaos oder irgendwie sowas. Jedenfalls, der war. Jetzt muss ich das hier gerade mal aus und stelle meinen Naschen nicht an die Ecke. Der war jedenfalls ganz schnell. Eigentlich ist der ja hier auch so schnell wie der andere, aber er ist manchmal langsamer irgendwie. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich damit, dass er kleiner ist und dass er auch weniger Strom bekommt. Außerdem habe ich hier drauf, glaube ich, bloß die Hälfte von dem RAM. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich direkt Auswirkungen hat auf dieses Teil dort. Ich meine, mehr als 1 GB RAM wird der ja hoffentlich nicht verbrauchen, dieser Codec. Ist ja nicht irgend so eine komische sowjetische Selbstbaumaschine, sondern ein professioneller Codec, der von irgendwelchen Leuten illegal gerippt wurde. Hier schon so ruckelt. Was würde wohl passieren, wenn ich eine echte HD-Kamera da anschließen würde? Wir haben jetzt fast 130 Megabyte voll. Und das sind auch fast die 900 Minuten erreicht. Also es sind noch 30 Sekunden. Also nicht 900 Minuten, 900 Sekunden natürlich. Ich bringe das immer durcheinander. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich scheiße in Mathe bin. Ich war scheiße in Mathe und ich bin scheiße in Mathe. Aber dafür gibt es ja Computer mit tollen Programmen drauf, wie zum Beispiel QBasic. Damit kann man den Rechner zum Rechnen zwingen. Man macht ja nicht nur so dummes Zeug wie Spiele oder Videoaufnahmen von Typen mit widerlichen Visagen, die dumme Scheiße sammeln. So, ja. Jetzt.
sind wir hinter den 90 und nach 15 Minuten. Wir nehmen mehr als 15 Minuten bereits auf. Oh, wenn das jetzt immer noch zu sehen ist, beziehungsweise wenn dieses Video überhaupt zu sehen ist, dann bedeutet das, dass man tatsächlich mehr als 15 Minuten auf YouTube hochladen kann. Also zumindest, dass ich das kann. Andere Leute können das auf jeden Fall. Ich habe schon mal ein Video gesehen, das ging fast 23 Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Aber ich glaube, da war auch kein wirklicher Inhalt drin. Das war, glaube ich, irgendein generiertes Video oder so. Naja gut, dieses Video hier hat ja eigentlich auch keinen Inhalt und es ist auch mehr oder weniger generiert. Tja. Naja gut, 60 Sekunden mache ich noch ungefähr. Also in einer Minute ist das etwa vorbei. Dann habe ich 1000 Sekunden vollgesülzt und mein die ganze Zeit hin und her wackelten Schädel vor einem langweiligen Hintergrund präsentiert. Und so weiter und so fort. Irgendwo war doch hier mal so ein Bild, was ich einscannen wollte, was ich aber nicht einscannen konnte, weil mein Scanner explodiert ist. Ja, das war ja irgendwie, was weiß ich, im Februar oder so gab es ja diese fürchterlichen Sonnenstürme und da ist dann mein Scanner leider draufgegangen. Ja, das ist ein Bild. Ich muss allerdings feststellen, dass in dem Originaltext von Silva nicht Greatest, sondern Bravest Heart drin ist. Deswegen ist das so cool auch noch nicht das Bett. Auf jeden Fall, you have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. Hey, 152 Megabyte. I think that I have lost your love. Oh baby, it's a shame. But how could I be mad at you if I'm the one to blame? I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. So, das war ein nicht lauter Ear-Rape am Ende dieses Videos und jetzt bin ich sogar schon bei 1046 Sekunden angekommen. Also er kann scheinbar aufnehmen. Achso, jetzt hätte ich fast wieder geklickt und damit das ganze Programm zum Absturz gebracht, was ja eklig ist. Hey, da draußen scheint ja wieder die Sonne. Gut, ich werde gleich mal losfahren irgendwie und gucken, ob die da noch echt irgendwie Reste saufen machen. Also ob noch Bier übrig ist von der Party von gestern und dann trinke ich das. Escape-Taste. Wieder tschüss.